Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost Recon. Wir sind jetzt hier noch wieder nach wie vor. Okay. Jetzt wollen wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Na. Gut. So, warte mal. Aber eins ärgert mich immer, dass jetzt der Fraktionsansatz da nicht zu finden ist. Muss ich vielleicht mal. Okay. Na. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Kontakt negativ. Wieso sind die eigentlich da draußen, meine Leute? Ich will die hier drin haben. Okay, jetzt müssen wir mal das ganze Anwesen hier untersuchen. Durchsuchen, meine ich. Was soll's? Als ob er es merken würde. Der Typ hat mehr Geld als Gott. Wenn du irgendwen beklauen willst, mach's in deiner Freizeit. Und behalt's für dich. Unwahrscheinlich, dass es überleben wird, aber für die Jungs in Freeport sieht's nicht gut aus. Ich frag mich, was da passiert ist. Jemand muss es vermasselt haben. Okay, gut. Hm? Was war das? Skell kann's nicht sein. Vielleicht ein Zivilist. Ich seh mal nach. Gegnerische Einheiten im Gebiet. Roger, wir achten auf die Umgebung. Ruhe, die haben uns bemerkt. Ja, das macht ja nichts. Hab bei Skells Villa jemanden gesehen. Na. Sie sind hier und ich werde sie finden. Perfekt, ich bin direkt hinter dir. Wachsam bleiben, die sind hier irgendwo. Haltet die Augen offen. Niemand entkommt uns. Ich finde dich, du Hurensohn. Draußen ist jemand. Sucht weiter. Na, so toll noch wieder nicht. Der Feind ist in diesem Gebiet. Seid wachsam. Der Feind ist hier. Achtet auf eure Sektoren. Feindliche Einsatzkräfte. So, keine. Nein. Ach, das Mittag jetzt gar. Ja. Bla 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 bla.
Was ich jetzt wissen will, ist, gibt es hier noch Feinde? Hier gibt es keine Feinde mehr. Gut, das war der letzte. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo ich jetzt Infos finde. Infos über den Aufenthaltsort von Trace Gill. So, mal gucken. Warte mal. Aber eins muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich finde Aurora ist wirklich echt eine schöne Insel. Also mir gefällt das. Ich würde sie echt lieben wollen. Auf jeden Fall. Ja, beinahe. Okay. Ah, hier. Jayskulls Tagebuch Teil 2. Auszug aus Jayskulls digitalem Tagebuch von einem Computer in seiner Unterkunft geborgen. Mir gehen die Optionen aus. Zweifellos hat Walker inzwischen mitbekommen, dass ich seine Pläne durchkreuzt habe. Es ist klar, dass ich tun muss, was ich tun muss. Untertauchen und gleichzeitig einen Weg finden, die Kontrolle zu behalten und zurückzuschlagen. Wenn ich es schaffe, online zu bleiben, kann ich immer noch siegen. Wenn ich es irgendwie schaffe, die Kontrolle über die Drohnen auf Aurora zu übernehmen, beherrsche ich die Insel. Dazu müssen sie mit Point Zero verbunden sein. Ich muss die Verbindung testen, um eine zukünftige Funktionsfähigkeit auf ganz Aurora zu gewährleisten. Und dafür muss ich eine Verbindung zu einem Drohnentestgelände aufbauen. Fenbock ist gut geeignet. Okay, Skell unterwegs. Ansicht, Fenbock, Testgelände. Das ist ein Foto des Drohnen-Testgeländes in Fenbock. Darauf sind Straßen zu sehen, die von Häuserattrappen sowie Verwaltungs- und Überwachungsgebäuden gesäumt sind und einer städtischen Landschaft sehr nahe kommen. Das Gelände wird höchstwahrscheinlich dazu genutzt, die Navigationssysteme von Drohnenprototypen zu testen. Okay. Skell ist im Fenbock-Testgelände. Gut. Dann gucken wir uns hier mal jetzt an. Testgelände gegangen. Er befindet sich im südwestlichen Teil der Region Fenbock. Das ist ein Assemble aus Häusertrappen. Gut. Na, warte mal. Das ist jetzt genau... Ah, das ist Fenbock. Hier unten. Okay, da müssen wir jetzt als nächstes hin. Gut. Dann schnappen wir uns jetzt mal den Helikopter da oben. Egal, wo wir hinkommen, wir hinterlassen immer einen Berg von Leichen.
Ach, ich hätte hier gar nicht. Naja, ist egal jetzt. Na egal. Egal, egal. So Leute, rein mit euch. Ja. Bewegung, Leute. Na, also geht doch. Okay. Wo war der jetzt eben gerade Feinde? Gleich da vorne. Ja. Gut, die löschen wir mal kurz aus, weil ich Bock drauf hab. Warte mal. Ja, ach komm, ja, die kommen, ja, weg damit, komm. Was soll der Geiz? Wo ist er jetzt? Ach. Ach so, er hat ihn. Okay, alles klar. Gut. Okay, fokussieren. Was soll ich jetzt worauf fokussieren? Die Computer haben vielleicht eine Spur. Nein, es wäre immer schön, wenn das immer mal der Auftrag hier so angeheftet bleiben würde. Da müsste man nicht immer nachgucken jetzt, was genau stand da denn jetzt eben gerade. So, die Computer haben vielleicht eine Spur von Skulls Anwesenheit aufgezeichnet. Kommandant, Anführer der Einheit. Den sich zu schnappen, das wäre nicht wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Aber wahrscheinlich kriege ich auch die Information irgendwo anders her.
ist die Hölle. Sagt man nicht ohne Grund. Die Dinger hier, die machen mir am meisten Sorgen. Da oben im Turm. Da würde ich vielleicht sogar Informationen finden. Da müsste ich rein. So, wo ist jetzt hier? Da ist der Eingang. Wir werden natürlich von zwei Leuten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da Infos sind. Sauber. So, jetzt muss ich da einfach nur versuchen, in den Turm reinzukommen. Gut. Warte mal. Brauche freie Schusslinie. Roger, bewege mich zum Ziel. Ziehe Minigunner. Fest, bin bereit. Ghost Lead, Feind ist weg. Alle ausgeschaltet, Boss. Gut gemacht. Oh Mann, den habe ich jetzt gerade völlig übersehen. Gegner lokalisiert. Da. Volltreffer, Baby. Okay, die Drohne hat ja irgendwas bemerkt. Sag ich doch. Jay Skell hat die Drohne in diesem Gebiet aktiviert. Das Ding muss eine GPS-Karte haben, mit der ich das Signal verfolgen kann. Ja, der hat auch was bemerkt. Ah, die haben alle was bemerkt. Na, macht nichts. Gut, da wollen wir mal hier reingucken. Was geht denn jetzt hier nun ab? Okay, zerstören Sie die Drohne. Skell aktivierte die Drohne im Testgebiet selbst. Die Drohne schickt Daten an einen unbekannten Standort. Der Computer wird mit einer Seriennummer entsperrt. Okay, die Drohne da hinten muss ich jetzt platt machen.
Okay, gut, dann gehen wir mal wieder runter. Ah, ich hab so ab und zu habe ich mal so meine Momente, ne? Okay, warte mal. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Die halten nach uns Ausschau. Ich starte die Kampfdrohne. Mehr Feuer kann nicht immer gut. Gut, das haben wir also auch erledigt. Gut. Die Drohne hat keinen Saft mehr. Sie ist hin. Mann, wäre auch zu schön gewesen. Gegner in Sicht, da. Wo? Ja, Moment mal, ich habe doch gerade bei der Drohne hier schon was gemacht. Was soll ich denn jetzt noch machen hier? Commander identifiziert. Ach so, hier. So, wie... Alter, wie viele Typen sind das denn hier eigentlich noch? Dich mach ich fertig. Okay. Der hat gesessen. Na, egal. Feind gesichtet.
Ja, macht nichts. Wir holen uns jetzt die Daten, die wir brauchen. Fertig. Ist ein Geschützturm. Verstanden. Wenn wir rankommen, können wir es übernehmen. Jeder Gang macht schlank. Ich muss zurück zur Hill, überlegen, wie es weitergeht. Okay. Da ist er jetzt. Okay, da ist ein Hubschrauber. Da müssen wir jetzt... Nee, ich will da eine Markierung... Hallo? Ich will eine Markierung da beim Hubschrauber haben. Gut, aber ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.